Holy shit, Leute, ich sehe es gerade. Kevin baut Steinstraßen. What? Was ist denn bei Kevin so los? Das tut den Händen gut. Fahre es weiter an, damit wir uns hier draußen nicht den Tod holen. Mach ich. Ja, ich bin ja noch ein bisschen am Rödeln erstmal. Kevin entdeckt nämlich tatsächlich gerade die Arktis. Aber dann weißt du auch, dass ich da einiges an Struggle durchgemacht habe in der Arktis. Gerade mit Kohle und Hitze und Wärme und weißt du nicht. Das gleiche erfährt jetzt Kevin gerade. Ich finde aber jetzt nicht, dass ich struggle. Uns gehen also einige Bestandteile aus. Ich weiß nicht, irgendwie die Gebäude und so, das alles lässt mich nicht ganz so in der Arktis. Naja, es sind halt Entdeckerhütten, ne? Ja, ja. Also es sieht nicht imposant aus in der Arktis, da gebe ich dir völlig recht. Also klar würde auch nicht passen, ne? Ist mir schon klar, aber trotzdem irgendwie einfach nicht so richtig mein Style, so. Ja, aber ich finde, die Umgebung ist halt abwechslungsreich. Also nein, eigentlich ist es auch nicht abwechslungsreich, aber sie ist mega gut, also mega hübsch, finde ich. Aber das stimmt, ich glaube, selbst die aufgestiegenen Hütten sehen jetzt nicht mega pralle aus. Also das sind halt auch einfach nur, ja, ein bisschen besser sehen sie aus, aber es sind letztendlich auch einfach nur so Norweger Hütten. Weil, wenn ich jetzt hier mal so gucke, ich schalte mal kurz zu mir, ich finde es eigentlich, es sieht halt schon irgendwie cool aus auch. Also es hat so ein bisschen die Optik, die man auch von so einem Arktis-Setting erwarten würde, glaube ich. Mhm. Ja, es hat schon was, doch, es hat schon was. Bleib mal weiter bei Kevin, weil bei mir passiert gerade tatsächlich nicht sehr viel. Ich traue mich jetzt auch nicht so viel was anderes zu machen, weil ich muss tatsächlich darauf achten. Ah, fehlende Waren, das ist ein Problem. Ich muss darauf achten, dass meine Weltausstellung fertig wird und ich meine Produktion wieder anschieben kann. Aber es fehlen doch überhaupt keine Waren, das stimmt überhaupt nicht. Ihr habt doch alles. Das heißt natürlich, dass meine, dass es gerade stuck ist. Schwierig, schwierig. Ich habe aber jetzt tatsächlich ein Maximum von 5000 Forschungspunkten, Kevin. Das heißt, ich kann den geilen Shit gleich anfangen. Ich weiß nicht mehr, was der geile Shit war, aber ich weiß noch, dass ich am Anfang, als ich das Ding gebaut habe, gemeint habe, richtig geil, den richtig nice Shit kriegst du bei 5000. Na dann, go for it. Was auch immer es ist. Ich bin übrigens immer noch bei dir drauf, ne? Also falls du ein bisschen was zu deiner Insel erzählen möchtest, kannst du das natürlich tun. Ach so, ja, sorry, weil ich gerade so ein bisschen am Nachdenken bin, ne? Ich habe gerade gemerkt, ich lasse mich auch übel leicht ablenken. Ich war ja eigentlich in der Arktis und jetzt war ich auf einmal in einer neuen Welt total konzentriert auf irgendwas Randomhaftes. Das ist schon interessant, muss man sagen. Bin ich auch so ein kleiner Ablenker. So, ich wollte hier eigentlich nochmal eine Kühlerei bauen. Was slightly den Eindruck, dass mir noch ein Lagerhaus fehlen wird. Einfach um mich zu trollen. So. 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 Stimmt was nicht dann mit meiner Herangehensweise? Na, ich bin eigentlich, ich habe wie gesagt, kurz noch in der neuen Welt, dass ich Kaffeebohnen ein bisschen wieder fixe, aber ansonsten ist da wirklich alles perfekt, ne? Das ist insane. Wenn es einmal läuft, dann läuft's. Also ich war auch schon ewig nicht mehr in der Arktis oder so. Das ist. Ich habe nichts zu tun hier. Ich muss nichts machen. Das Einzige, was ich machen muss, ist mal, wenn ne, die anderen Sachen wie zum Beispiel Rum oder so, da kann man dann anpassen, wenn es für die, weil das ja für die alte Welt immer mehr gebraucht wird. Aber hier brauche ich nicht mehr. Ich bin irgendwann mal bin ich fertig. Na, mehr kann ich hier nicht machen. Nee, das ist schon lustig. Aber ich habe was anderes vor. Das wollte ich eigentlich nicht mit Absicht nicht kommentieren. Ach so, okay. Sondern einfach machen. Ein Secret sozusagen. Ja. Und das dürfen wir nicht wissen.
Ja, seht's. Achso, ne, ich seh's nicht. Keine Zeit. Ne, du siehst's nicht. Was fehlen denn für Waren? Ich versteh's nicht. Also irgendwie struggle ich gerade. Du strugglest, ei. Aber eigentlich nur wegen meines Größenwahns. Ja, dann. Holy shit, Leute, ich sehe es gerade. Kevin baut Steinstraßen. What? Das mag jetzt nach nicht viel klingen, aber das ist revolutionär. Auf gewisse Weise. Muss ich dazu eigentlich jedes Mal die alten Straßen wegreißen? Oder kann ich die drüber bauen? Du kannst einfach drüber... Wow, du hast noch nie Steinstraßen gebaut, oder? Also, holy shit. Nein, wirklich noch nie. Okay, nett, du kannst die einfach drüber ziehen. Das ist quasi wie ein Upgrade für die Straße. Ich habe die wirklich noch nie gebaut. Ich merk's, Kevin. Also du hast jetzt gerade echt jeden einzelnen Feldweg manuell abgerissen und Steinstraßen stattdessen hingebaut. Aha. Es sah für mich so aus, als würde da was unten drunter da bleiben. Deswegen. Ach so, nee. Alles gut. Du kannst das wirklich einfach drüber zwirbeln. Na gut. I trust you. Oh, guck dir das an. Gepflasterte Straße. Es sieht schön aus, ne, Kevin? Musst du schon zugeben. Hat was. Ja. Wenn es mir hier gar nichts bringt, weil es ja eigentlich nur dafür ist, dass schnellere Waren transportiert werden, aber... Ja, komm, Optik ist schon auch nicht zu vernachlässigen, du. Ist schön so. Jetzt habe ich zwar überhaupt keine Ziegelsteine mehr, aber naja. Die kommen ja wieder. Irgendwann. So, aber ich bin immer noch stuck, was meine Weltausstellung angeht. Es geht einfach nicht voran. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich kann es dir auch nicht sagen. Das dachte ich mir schon. Es ist immer noch... Glühfäden, die ich zu wenig habe. Sag mal, hast du Glühfäden übrig, die du mir vielleicht verticken könntest? Glühfäden, die also ich alte Welt. Bin literally bereit, fast alles dafür. Ich bin bereit, alles dafür zu bezahlen. Glühfäden. Ich habe 35 Tonnen, also nicht gerade zu viel. Nee. Ah, okay, schade. Ein kurzer Hoffnungsschimmer keimte auf und er erstickte. So schnell, wie er kam. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das vielleicht doch pausiere und mich erstmal ganz gesmooft der Produktion widme. Das wäre zwar schade, aber ich glaube, ich mache das jetzt. Das bringt nichts, hier alles auf Halde zu haben und dann... Ah, oh, ich habe vergessen, eine Glühfadenfabrik. Warte mal. Nee, doch. Macht mal weiter. Das bringt mir nichts, das so zu machen. So, hoffentlich denke ich jetzt dran, alles wieder anzuschalten, was ich vorhin abgeschaltet habe. Weil ich habe irgendwie gerade noch außergewöhnlich viel Arbeitskraft für Ingenieure. Das wundert mich ein kleines bisschen. Das sollte ich doch eigentlich nicht haben. Naja, wie sieht's denn mit Getreide aus? Sehr gut, dann werde ich jetzt mal weitere Getreidefarmen abreißen. Alles weg damit. Ich habe tatsächlich auch schon einen ziemlich spezifischen Plan, was ich an die Stelle bauen möchte. Dafür brauche ich den Platz. Oh, und wie ich ihn brauchen werde. So. Und ich finde überhaupt nicht, dass das ein übertriebenes Gebäude ist. Und deswegen baue ich das jetzt. Zack. Wenn ich mir schon keine Weltausstellung gönnen kann, dann baue ich mir jetzt wenigstens einen Palast. Warte. Steht der falsch rum? Nee, ne? Es ist egal. Okay. Hey. So, was kann ich damit jetzt machen?
Der ist ja komplex. Sie können je eine Richtlinie pro Ministerium erlassen. Was kann ich für eine Richtlinie? 200 Tonnen Insellagerplatz pro Rathaus, das brauche ich nicht. 30% weniger Nachfrage nach allen Lebensmitteln, das ist eine gute Initiative. Oh, Ministerium für Kultur. Plus 1 Belohnung für jede Veranstaltung in der Weltausstellung. Träum ich nicht. Plus 10 Einfluss pro Museumsmodul. Mache ich. Schöne Richtlinie. Haha. Ministerium für Arbeit. Was haben wir denn da? Zusatzwaren von Farm. Oder Zusatzwaren aus der Schwerindustrie. Ich glaube, ich mache es Schwerindustrie. Das ist besser. Kevin, der Palast ist voll krass. Ich merk's. Da kannst du richtig. Woher kriegt man den nochmal? Den kannst du bei Investoren, kann ich den bauen. Ich meine, der war, glaube ich, jetzt sicher nicht super günstig, aber. Verbesserung der Finanzen plus 50 Zusatzeinkommen, das brauche ich nun wirklich nicht. Plus 3 so Attraktivität nicht. Für Handwerkshäuser, nice. Hab hier noch gar keine. Oh, da kann ich. Hä, ich kann, wieso kann ich noch keine Küstenreform machen? Ach, da brauche ich 2200 Attraktivität und ich habe erst 2112. Produktivität plus 300% für alle Hafengebäude. Ach, je attraktiver deine Stadt ist, desto mehr mögliche Richtlinien schaltest du frei. Hm. Oh, und natürlich ist der modular aufbaubar, genauso wie die Hafenstadt. Ach herrje. Okay. Holy shit. Ist das nicht gut? Doch. Doch, das ist prima. Das ist richtig, richtig prima. Du. Hä, hey, das ist ja geil. Die Ornamente sind natürlich nice. Da kommt der Schienenbau wieder durch. Naja, es sind eigentlich Dächer der Stadtornamente, aber die passen gerade richtig gut zum Palast. Also wenn ich schon auf die pöbeligen Bauernhäuser glotzen muss aus meiner Residenz, dann kann ich ja wenigstens ein paar schöne Ornamente dazwischen flanschen. Deine Residenz. Ja, so ist es, so ist es. Eieieiei, ist aber schon ein bisschen geil, das Ding. Also, es sieht halt auch richtig geil aus, ne? Jetzt ist es eben nicht mehr das Bankgebäude, was hier am Himmel thront, sondern es ist mein Palast, der am Himmel thront. Das erfüllt mich doch glatt mit royaler Glückseligkeit. Oh Gott. Das rastet doch komplett aus. So, liebe Freunde, dann wollen wir mal gucken, können wir den Palast denn so erweitern? Ein neuer Flügel für den Palast. Vergrößern die Reichweite und Attraktivität des Hauptgebäudes. Das ist ja alles schön und gut. Ach, tatsächlich, der hat ja gar nicht mal so viel Reichweite. So, Leute, guckt mal an, was ich mir hier Prachtvolles gebaut habe. Also meine Bevölkerung wird ja mal sowas von begeistert sein. Damn. Das nenne ich mal eine richtig steile Butze, Leute. Haha. Immer schön aufpassen, dass der Pöbel nicht reinkommt. Ja. Ihr mit euren komischen Glockenhelmen. Er wäre ein guter Botschafter. Sein Chinesisch zum Beispiel ist ganz ausgezeichnet. Ja, ich gebe zu, das Getreidefeld im Innenhof sieht noch ein bisschen wack aus, aber das kriegen wir auch noch. Das ist random Getreidehof. Es ist mein Privatgetreidehof, ne? Wobei, es sieht eigentlich auch wieder cool aus, wenn man jetzt hier so im Feld steht. Klar, Ritterslevel schön.
Ja, aber guck dir das doch mal an. Das sieht doch irgendwie voll episch aus hier. Dieses Feld im Vordergrund und dann im Hintergrund dieses, ja, mein kleines Häuschen, ja, meine bescheidene Bleibe. Es ist okay. Ah, herrlich, herrlich. Ach, das kostet mich ganz schön viel Stahl. Fehlende Worm. Ich habe irgendwie nie Kohle. Warum eigentlich nicht? Tja, Kevin, das frage ich mich auch. Das fragen wir uns doch alle. Wieso haben wir eigentlich nie Kohle? Ich meine, hier in der Arktis habe ich übelstes Kohleproblem. Achtung, Admiral anwesend. Hast du das auch? Du hast es offensichtlich verdrängt, ja? Bereit für den Einsatz. Du hast es verdrängt. Ja, wie lang und umfangreich ich mit Kohle in der Arktis gestruggelt habe. Du hast nur von Heizöfen gesprochen, aber das ist Kohle auch war. Naja, das ist ja das, womit die betrieben werden. Also wenn ich meine Heizöfen nicht funktionieren, liegt es halt daran, dass mir die Kohle gefehlt hat. Gefühlt 7000 solche Köhlereien auf der Insel donnern. Nee, das wird dir nicht viel bringen. Die Köhlereien sind nicht super effizient und die nehmen dir halt sehr viel Platz weg, den du eigentlich anderweitig brauchst. Also, holst du die woanders her, oder was? Du wirst nicht drum herum kommen, dir Kohle von woanders zu besorgen, ja. Aus einer anderen Welt, oder was? Ja, deswegen habe ich ja, also ich importiere zum Beispiel viel Kohle über meine Handels, wie heißt es hier? Speicherstadt? Also. Über meine Speicherstadt importiere ich immer Kohle, weil ich genau weiß, ich brauche sie. Und ich glaube, 3 oder 4 meiner Inseln hier unten produzieren Kohle nur für die Arktis. Alles klar. Nur um dir mal so ein bisschen einen Hinweis zu geben, mit welcher Menge an Kohle ich hier produziere. Von welchen Dimensionen wir hier sprechen. So, Freunde der Sonne, wie sieht's denn aus? Mit Glühfäden und so. Kann ich's wagen? 49 Tonnen Glühfäden. Ich glaube, ich kann mal wieder auf Go gehen und gucken, was passiert. Fehlende Elektrizität, das ist richtig, ja. Das heißt, ich werde euch hier jetzt erstmal wieder die Produktion abknipsen. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Wie jetzt? Warum habt ihr jetzt einen Aufstand? Ach Leute, ja! Ernsthaft, weil jetzt mal ganz kurz kein Strom da war. Och Mann. Da ist natürlich wieder kein Polizeirevier in der Nähe, ne? Oh, ist das anstrengend. Junge, Junge, Junge. Jetzt muss ich hier wieder meinen schönen Park abreißen. Einfach nur, damit ich Polizeirevier hinbauen kann. Das ist doch nicht euer Ernst. Doch, ich denke schon. Ich finde es ja gerade nicht mal. Ist ja gleich das nächste. Ach, hier. So. Eigentliches Problem. Nur ein oder zwei schlaue Köpfe reichen nicht. Bin ich etwa zu eifrig? Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Das muss aktiv bleiben, das spielt keine Rolle, das muss aktiv bleiben, das muss aktiv bleiben, das nicht, das auch nicht und das erstmal auch nicht. Ah, es läuft, es läuft, es läuft. So, vielleicht geht der Aufstand ja auch von alleine vorbei, weil... Ist es nicht. Weil sie sich alle gegenseitig schon umgenietet haben? Nee, weil ich ja jetzt wieder mit Strom versorge. Also ich versorge sie ja jetzt wieder mit Strom. Ich glaube nicht, dass es so läuft. Na, aber das ist ja das... Ach nee, auf meine exzessive Propaganda. Bist du dumm? Ich habe die letzte Zeitung komplett durchgehen lassen. Hä? Was will der mit Propaganda? Weiß ich jetzt nicht, warum du jetzt sofort einen Intelligenzquotienten damit zur Rate ziehen musst. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Also das ist ja maximale Dummheit.
Die sollen mal in meinen Palast kommen, dann wissen sie, was Propaganda ist. Insane. Also das ist ja mal insane. Komm, Polizei, knüppelt die mal bitte alle weg. Das, die brauchen's. Ich habe hier offensichtlich ein Querdenkerviertel in der Stadt. Gut.